Jeden Tag um 19 Uhr auf einer Internetseite und auf YouTube. Neue Videos mit rechtslastigen und homophoben Botschaften, kindgerecht verpackt. Nur wenn wir Jugendlichen in dieser labilen Phase, wo wir zu unserer Identität finden sollen, andauernd mit solchen Rollenspielen oder mit Lehrmaterial über Homosexualität konfrontiert werden, nur dann werden wir uns auch einen solchen Lebensstil wählen. Denn oftmals wird die Mainstream-Medien immer nur aus einem Blickwinkel berichtet und die Zensur breitet sich immer weiter aus. Es war nämlich so: Deutschland hatte bis zuletzt versucht, den Krieg zu verhindern, obwohl Polen Deutschland provozierte. Doch wer steckt hinter den verschwörungstheoretischen Botschaften auf Jugend-TV? Auf der Internetseite gibt es keine Telefonnummer, lediglich eine Adresse in Sachsen. Wir machen uns auf den Weg dorthin. In dem Dorf kein Hinweis auf Jugend-TV, nur ein Wohnhaus mit Zimmervermietung. Immerhin der richtige Name. Ich suche Katharina Wolf. Ja, Sie sind richtig, aber Sie sind gerade nicht da. Und könnten Sie mir eine Telefonnummer geben, damit wir telefonieren können? Nee, nur per Mail. Allerdings, besagte Frau Wolf ist erst seit wenigen Tagen Inhaberin der Website. Vergangene Woche war die Seite noch unter anderem Namen an einem anderen Ort gemeldet. Und, wie stern.de berichtete, war vergangene Woche im Quelltext der Jugend-TV-Seite noch eine Schweizer Adresse zu finden. Doch danach wurde die offenbar gelöscht. Die Schweizer Adresse führt klar zu Ivo Sasek, dem Anführer einer sektenähnlichen Gemeinschaft. In einem seiner Bücher findet sich immer noch der Nachweis, Jugend-TV gehört zu Saseks Medienimperium. Wir sind deshalb mit dem Sektenbeauftragten der Evangelischen Kirche in Sachsen verabredet. Er hat die Macher von Jugend-TV, die Gemeinschaft mit dem Namen Organische Christusgeneration, seit Jahren im Blick. Die Gruppe um Ivo Sasek hat begonnen in einem christlich-pfingstlich-charismatischen Kontext und hat sich aber in den letzten Jahren dort immer weiter davon wegentwickelt. Also die christlichen Elemente sind nur noch sehr gering und stattdessen ist diese Verbindung mit solchen Verschwörungstheorien, auch mit so manchen rechtslastigen Dingen, immer stärker geworden. Im Zentrum der Bewegung die gesamte Familie von Ivo Sasek. Sie inszeniert er als Ideal mit klarer Hierarchie und Ideologie. Die Prügelstrafe für Kinder gehörte lange Zeit dazu. Bei seinen Konferenzen vor mehreren tausend Zuhörern bietet er auch anderen Systemgegnern eine Plattform. Das Motto der Gemeinschaft: Sie werden zensiert und diskriminiert, weil der Mainstream der Zeit die Meinung diktiert. Auch Jugend-TV ist geprägt von Ivo Saseks Sammelbecken für absurde Theorien mit religiösem Sendungsbewusstsein. Er fühlt sich als von Gott beauftragter Prophet. Und was rauskommt, wenn eine so politisierte Gruppe, die einem Anführer in solcher Weise hörig ist, wie das hier bei Ivo Sasek offensichtlich der Fall ist, wenn die sich dann mit solchen kruden Verschwörungstheorien befassen, das macht mir Sorge. Auch eine Sasek-Tochter moderiert bei Jugend-TV zum kruden Thema nachgeburtliche Abtreibung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Arzt kommt da rein, gratuliert zum Kind und sagt, dass sie beruhigt sein kann und in Ruhe 28 Tage Zeit hat, darüber nachzudenken, ob sie das Kind wirklich will und es sonst der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden kann. Wir wollen selbst mit Jugend-TV sprechen, schicken noch ein Fax und eine Mail an Katharina Wolf. Die Antwort? Derzeit läuft viel Böses durch verschiedene Medien. Aus diesem Grund und auch weil auf unserem Sender schon alles gesagt ist, möchte ich kein Interview geben. Da sich bei Jugend-TV aber Kinder und Jugendliche mit ihren Appellen direkt an Gleichaltrige wenden, sind inzwischen die Jugendschützer aufmerksam geworden. Jugend-TV hat sehr viele einzelne Videos, von denen einige höchst problematisch sind und auch nahe am strafrechtlich relevanten Bereich sich bewegen. Andere sind lediglich aus Jugendschutzgründen problematisch. Deshalb glaube ich, dass dieses Portal bei der Medienaufsicht nicht allzu viele Freunde finden wird. Wir haben dazu bereits vereinzelt Beschwerden bekommen zu diesem konkreten Angebot. Und diese Beschwerden werden momentan überprüft. Das heißt, sie werden vorab überprüft, ob ein Anfangsverdacht eben auf einen Verstoß gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag vorliegt. Das Verfahren dauert. So lange werden die Anhänger von Ivo Sasek wohl jeden Tag mit einem neuen Video ihre Thesen verbreiten können.